Ich bin Anja und du bist mit diesem Video mit dabei bei dem zweiten Teil meiner Buchlesung aus meinem ersten Buch mit dem Titel Sei glücklich, nicht perfekt. Mein Buch ist ein autobiografisch angehauchter Ratgeber zum Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstfindung und genau Menschen, die mit diesen Dingen noch Mühe haben, widme ich dieses Buch. Wenn du mehr über das Buch wissen möchtest, schau dir die Infobox unter diesem Video an. Da findest du unter anderem auch die Daten, wo du mich treffen kannst für eine Buchlesung und Signierung. In meinem letzten Video habe ich das Vorwort des Buches bereits vorgelesen. Check das Video gerne aus, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und heute lese ich euch aus dem Kapitel vor, der gesunde Umgang mit Körperidealen und die richtige Selbstwahrnehmung. Ich kann lange nicht mein ganzes Buch vorlesen hier auf YouTube, deswegen, wer es interessiert, darf es sich natürlich selbstverständlich gerne holen. Ich verlinke es auch in der Infobox unter diesem Video und heute lese ich vor Die Sucht nach Perfektion. Leider haben sehr, sehr viele Menschen ein ganz schlechtes Bild von sich selbst und mögen sich überhaupt nicht. Schlimmer noch, sie quälen sich, sie machen sich krank, entwickeln Essstörungen und legen sich unter das Messer und haben trotzdem immer noch ein geringes Selbstwertgefühl, was mir nicht anders ging. Warum ist das so? Weil uns von klein auf beigebracht wird, wie das Idealbild des Menschen aussieht. Schlank, durchtrainiert. Bei Frauen trotz Schlankheit bitte mit großen Busen, gesundes Haar, weiße Zähne, wunderschön und immer perfekt gestylt. Die Medien zeigen uns, was in ist und wie wir zu sein haben. Aber das ist völliger Quatsch. Warum hat uns die Natur denn alle unterschiedlich geschaffen? Weil genau diese Vielfalt schön ist. Wir müssen nicht alle dem Ideal entsprechen und aussehen wie Barbiepuppen mit aufgespritzten Lippen und Silikonbusen. Wir dürfen genauso sein, wie wir uns wohlfühlen und wie wir uns selbst gefallen. Ja genau, wie wir uns gefallen, nicht wie wir anderen gefallen. Da hat man gerade Diät gehalten, um rampenschlank zu sein und kaum hat man das erreicht, müsste man schon fast wieder über einen Brazilian Butt Lift und Brustimplantate nachdenken, da jetzt Kurven als attraktiv empfunden werden. Eine Weile später ist aber nichts angesagter als eine athletische Statur mit Sixpack. Schönheitsideale ändern sich fast so häufig wie Modetrends. Als Teenager haben wir über die Fotoalben unserer Eltern aus ihrer Jugendzeit gelacht. Diese Outfits, diese Frisuren, diese Brillen. Zum Schreien. Und ein weißes Tanktop ohne BH? Ih, Mama, wie konntest du nur? Aber heute, ein paar Jahre später, ziehen wir uns doch fast schon wieder genauso an. Denn all diese Modetrends und Schönheitsideale wiederholen sich, kommen und gehen. Im Trend zu liegen ist also ganz schön anstrengend, denn sobald etwas Neues angesagt ist, müsste man schließlich eine der Ersten sein, die darauf aufspringen. Wozu eigentlich der Stress? Nur, um als schön und attraktiv angesehen zu werden? Mode hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe schon immer gerne Sachen ausprobiert und experimentiert. Jedoch würde ich mich als alles andere als eine Modeikone bezeichnen. Dafür verstehe ich dann doch definitiv zu wenig. Und so extrem interessiert es mich dann auch wieder nicht. Manche Klamottentrends gefallen mir, manche lasse ich lieber komplett aus. Aber so wie andere jeden Modetrend hinterherjagen, bin ich jahrelang den Körperidealen meiner Zeit hinterhergerannt. Falsche Vorbilder und falsche Schönheitsideale. Schon als Kind habe ich aus Teenie-Zeitschriften Bilder und Poster ausgeschnitten und sie in meinem Zimmer angebracht. Ich erinnere mich an das Poster von Britney zu Oops, I Did It Again. Mit langem, blondem Haar und einem braunen Ledertop steht sie bauchfrei unter einer Glitzergardine. Ihr Bauch ist makellos flach. Trotzdem aber hat sie ihre Rundungen an den perfekten Stellen. Wer wie ich in den 90ern groß wurde, weiß, wovon ich rede und hatte vielleicht dieselben Poster zu Hause.
Ich habe manchmal Stars regelrecht angehimmelt. Kein Witz. Schon damals dachte ich mir, eines Tages muss ich mir wohl auch die Brüste operieren lassen, falls sie nicht weiter wachsen. Das habe ich tatsächlich schon im frühen Teenie-Alter geglaubt. Und bereits damals hat das Vergleichen mit sogenannten Vorbildern bei mir begonnen. Ich habe dann noch ganz viel weiter geschrieben, wie es damals für mich war mit meinen Haaren zum Beispiel, dass ich meine Naturlocken immer mit einem Glätteisen, also mit einem Streckeisen glatt gemacht habe und dass ich mich dann später tatsächlich einer Brustvergrößerung habe unterziehen lassen und ja, obviously die Brustimplantate mittlerweile wieder entfernt habe. Wie es dazu kam, wie es mir dabei ging, wie ich mich selbst verloren habe, das alles erfährt ihr in meinem Buch Sei glücklich nicht perfekt. Ich bin mir sicher, dass viele von euch Parallelen in meiner Geschichte finden und ich hoffe, ich kann auch euch dazu motivieren, glücklich zu sein und nicht perfekt sein zu müssen. Viel Spaß beim Lesen, falls ihr euch das Buch holt und wir sehen uns im nächsten Video.